Hey Lesefreaks, herzlich willkommen bei Schwarz auf Weiß, einer neuen Folge von In 90 Sekunden. Dieses Mal will ich euch die Erinnerung von Sima Rotem vorstellen. Rotem lebt heute noch in Israel und in diesen Erinnerungen, die ich im Buchladen Sputnik in Potsdam erworben habe, blickt er zurück auf seine Zeit beim jüdischen Kampfverband Shop. Und für diesen paramilitärischen Verband war er in einem sehr jungen Alter, wie das typisch war, als Verbindungsmann tätig, hat Partisanen in Wäldern, in der Stadt, in anderen Städten mit Pässen, Papieren, Arbeitskarten, Waffen, Geld und so weiter versorgt. Viele seiner Freunde, Teile seiner Familie sind gestorben, umgebracht worden von den Nazis. Er spart auch den polnischen Antisemitismus nicht aus, schildert viele Situationen, in denen sein eigenes Leben auf Messers Schneide stand. Besonders dramatisch sind seine Schilderungen vom Ghettoaufstand und die Niederschlagung des Warschauer Aufstands, den er an vorderster Front miterlebt hat. In diesem Buch kann man viel über die Protagonisten des jüdischen Widerstands erfahren, auch über die Grabenkämpfe zwischen polnischen Partisanen verschiedener jüdischer Gruppen. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ich euch dieses Buch ein bisschen näher bringen konnte. Sagt mir doch, ob ihr weitere Bücher über Polen, über den Zweiten Weltkrieg kennt. Schreibt es in den Kommentar, würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.